Hallöchen Leute und willkommen zurück zu One Piece Pirate Warriors 2. Wir haben zwei neue Freundeslogs freigeschaltet und wollen die nun spielen. Und zwar beginnen wir mit dem Log von Zorro. Haben wir im Berry Shop vielleicht Techniken? Jo, von Buggy. So, Segel setzen, los geht's. Wer wird denn empfohlen? Wir haben einmal Bär und wir haben Kusan. Ich schlage vor, wir nehmen Kusan. Ich nehme Kusan. Der ist ziemlich cool zu spielen, finde ich. ティーチの支配から解放され、晴れて麦わら白ひげ連合に合流したぞ。迎え入れた一行には馴染みの薄い者たちも多く。ゾロは彼らの実力を測りかねていた。俺と実力がかけ離れてるような奴らじゃ協力したくてもできねえからな。お前らの技量を見せてもらう。今後のためだ。怪我をしても悪く思わねえ。いや、ねえ、ist klar. Da sind Leute wie Kusan halt bei, Markus dabei, Mihawk sind dabei, aber nö. Zoro hat kein Vertrauen. Warum auch nicht? Also, pfff. Pussys. Missionsziel: Besiege Zoro. Erste Anweisung: Besiege alle feindlichen Truppenanführer. Oh Gott, da sind so viele. Und Ruffy ist auch dabei. Na toll. Na gut, Kampfvorbereitung. Wir betreiben kein Berry-Wachstum, Kusan ist maximal. Münzen sind fast geklärt. Wir müssen jetzt nur kurz schauen. Schmeißen wir einfach so einen rein, oder? Ja, wir schmeißen einfach so einen rein. So. Alles klar, Fähigkeit passen. Freund, wir sollten jemand anderes wählen. Ich wähle mal Buggy. Buggy. Wir probieren mal Buggy, Buggy. Buggy, Buggy. Alles klar, Kampf kann beginnen. Los geht's. Beginnt das große Kloppen. Along Park. Alles klar, dann hau mal rein. Los geht's. So, es verbleiben 15 Minuten. Schaffe ich. Alles klar, und los geht's. Bewegt euch, ihr Lahmärsche. Wir wollen Krieg führen. Oh, das ist ein cooler Remix. Was ist das denn? Versorgungsterritorium. Ein sogenanntes Versorgungsterritorium ist ein Gebiet mit einem Spezialeffekt. Es füllt immer die Gesundheit aller Soldaten im Gebiet derselben Streitmacht auf. Oh, das ist nice. Das ist nice. Alles klar, los geht's! Okay, ich sehe es jetzt schon. Das werden nervige Leute hier sein. Eisball! Sag mal, habt ihr nicht genug hier? So. Wow, wow, oh, oh, das war böse. Ich sehe es jetzt schon. Oh mein Gott. Alle vereist, alle tot. So muss das doch sein. So, Buggy, komm mal her. Spezial Buggy Ball. Wow! So, oh mein Gott. Oh mein Gott, dem geht aber die Freundesleiste schnell wieder weg. Naja. Ice Age. Also Kusan als Freund hier mit zu haben, ist geil. Also mit in der Crew-Kombo dabei zu haben, ist mega geil. So, warum, was mache ich denn hier eigentlich? Hier ist ja überhaupt kein Territorium. So, das heißt erobert. Komm hier nicht in die Quere, Freund. Okay, er ist mir in die Quere gekommen. Selbst schuld. So, was haben wir hier? Brauche ich alles nicht. Außer das hier. So. Mein Gott, hier gibt es viele Truhen. Was wollt ihr ja alle von mir? So. Habt ihr verdient? Kommt her. Hier wird's schön frostig. Schön frostig für euch. Und Blizzard. Iceball. Oh, das könnten die gebrauchen. So, und Iceball. Oh, voll daneben gekloppt. Das war peinlich. Okay. Du machst Style, dann mache ich auch Style. Kaputt. Kaputt gegangen.
Oh ja, das ist geil. Und jetzt wird's wehtun. Jetzt wird's wehtun, Sanji! Bam, 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 bam. Aufhören, aufhören. Spacko. Okay, warte, Sanji ist in seinem Style drin. Das sollten wir mal verhindern. Eisstern! Oh yeah. Sanji, komm mal her. Oh. Oh, Sanji, ey, jetzt verkloppt mich doch hier nicht. Sag mal. Jetzt aber mal Ruhe hier. Eisblock, Fasanenschnabel. Mein Gott, ey. Du hast aber Nerven, Sanji. Oh, komm jetzt. Warum hast du denn wieder Style? Wie Okta steht kurz vorm Rückzug. So. Jetzt kümmern wir uns mal darum. So. Sanji, das war's. Da bewegst du dich nicht mehr raus. So, jetzt bist du erledigt. Wie jetzt? Manu, ich dachte, den erwische ich. Egal. Sag mal, heutzutage will jetzt aber echt niemand sterben, oder? So, Kusan hat Sanji besiegt. Wow! Wo kommt ihr denn alle her? Oh mein Gott. Eisbrohl. Und kommt schon, alle weg hier. Und da haben wir den Anführer. Eisstern. Und tschüss. Oh, das wird Tote geben. 111 K.O.s. Der Anführer lebt noch? Okay, jetzt ist er weg. Erledigt. Dieses Territorium gehört mir. Gesundheit, Münze, weiter geht's. Ja, du und deine 8000 Untergebenen, wir kennen das ja. Also die One Piece kennen, die wissen, dass Lysop sehr gerne Lügengeschichten erzählt. Und erzählt von mehreren tausend Mann, die unter seinem Kommando stehen. So, Okta sei angeblich hier. Wahrscheinlich wurde er schon besiegt, diese olle Lusche. So. Der Timer geht immer weiter runter. Mag ich jetzt nicht so. Da ist Lysop. Und da ist der Piratenkapitän. Alles klar. Dann kommt Iceball und dann ist der Kapitän schon fast erledigt. So, erledigt. So, jetzt kümmern wir uns mal um Lysop. Ice Age. Und jetzt kommt Zorro. Jetzt schon. Das ist viel zu früh. Viel zu früh. Na, Lysop, du entkommst mir nicht. Auch wenn du im Style bist, mir entkommst du nicht. Das ist viel zu früh. Viel zu früh. Ich muss jetzt schauen, wie ich so viele Leute wie möglich erledige. 1200 K.O.s will ich schon erreichen. Eisstern! Das wird schwierig. Okta, du lebst ja noch! Hey, alter Junge, du lebst ja noch! Nice! So, Grill auf Fitzi erledigt. Gehen wir mal nach oben. Da sind jede Menge Leute, angeblich. Um die möchte ich mich kümmern. Oh, ja. Eisball! Und Eisball? Ah, Mann, ich drücke einmal Dreieck immer zu viel. Weil ich möchte hier das machen. So. Oh mein Gott. Okay, wir müssen das irgendwie schneller machen. Eisblock. Okay, irgendjemand hat es unterbrochen. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott, hier sind ganz viele Leute. Das gefällt mir. So.
Dann kann ich doch Super Eisstern verwenden. Eisstern! 128 K.O.s! Das ist Rekord. Rekord in diesem Let's Play. Und es kommen noch mehr Leute. Territorium eingenommen. So, nicht zu viel Schaden kriegen, Benny. Das bringt nämlich auch nichts. So. Oh Gott, ey. Na komm, verschwindet. So. Und Eisblock. Da kommen ja noch mehr Leute. Erledigt. Wow. Es regnet gefrorene Leute. So, okay. Ich gehe jetzt zu Zorro. Ich krieg schon genug Kills. Okay, die erledige ich noch. So. Und auch nicht. Und tschüss. Könnt ihr knicken. Opa, ich muss an mir hier durch. Nein, Ruffy, ich will nicht gegen dich kämpfen. Lass mich in Ruhe. Alalalala. Nein, du. Das hieß so viel wie nein. So. Okay. Mal schauen, inwiefern wir Zorro runterkriegen. So. Okay. Er ist verwirrt. So, jetzt kriegen wir ihn erledigt. Sieg! Du hast den Kampf gewonnen. Oh! Der erlittene Schaden, der bringt mich immer wieder zur Palme. Das gibt's doch nicht. Alles war super, nur das nicht. Damn it! Damn it! Damn it! Warum kriege ich immer so viel Schaden? Verdammt! Mann. Da bin ich jetzt aber nicht so richtig glücklich. Level 29 haben wir erreicht. Buggy steigt auch auf. Sehr gut. Band der Freundschaft. Und Synergie. Es gibt auch schön Münzen. Mhm. Alles klar. Geld gibt's auch. Davon habe ich langsam mit genug von. Und ich denke, wir können auch direkt den nächsten Log machen, oder? Ja. Dann machen wir noch schnell den Log von Sanji. Berry Shop? Was Neues? Nein. Alles klar, Segel setzen. So, empfohlen wird entweder Crocodile oder Perona. Perona habe ich ja bei dem kaputtgegangenen Aufnahme schon gespielt. Hat mir nicht gefallen, deswegen spielen wir Crocodile. Was auch immer du gesagt hast. ティーチの支配から脱したサンジはついに麦わら白ひげ連合と合流したがそこでサンジにとって許しがたい現実が明らかになった俺が島の船を離れている間にこれはどういうことだ美しいレディーが俺が黒ひげにおもちゃにされている間てめえら何してた Mach die Klappe zu, sonst wird die Kacke kalt. Oh mein Gott, Sanji, was ist denn mit dir los? Du Pussy.
Okay, und warum sind die Whitebeard-Piraten gegen uns? Keine Ahnung. Missionsziel, besiege Sanji. Bei erster Anweisung, erobere das Territorium. Okay, dürften wir hinkriegen. Zuerst mal brauchen wir Berry-Wachstum. Level 29. Wow, das hat schon ordentlich was gekostet. Oh Gott. Oh mein Gott. Du kostest zu viel, Crocodile. Ich glaube, ich nehme das alles wieder zurück. So, erstmal ein bisschen Verknalltheit ausnutzen. Gott, ey. Was ist eigentlich, wenn ich Ahnung hier reinsetzen würde? Nö. Er hat keine Verbindung zu seinem Zeichen. Das finde ich ziemlich bescheuert, ehrlich gesagt. Warum hat er keine Verbindung zu seinem eigenen Zeichen? Warum nicht, hä? Warum? So. So, dann brauchen wir noch Ruffy. Wo ist Ruffy? Da. Und dann noch was schön Hohes. Wir kriegen 17, 19 kriegen wir hin. Nichts Besseres als 19? Nein, was Besseres als eine 19 kriegen wir nicht. Schade. Na gut, dann soll es halt nicht so sein. Dann gehen wir kurz nach oben. So, legen rein, 19. Und die Super-Kombo. Oh, wollen wir Nami? Ich brauche eine Nami-Münze. So, und dann legen wir hier noch irgendetwas Schönes rein. Ja, das sieht doch super aus. Das kann ich gebrauchen. Alles klar. 26, 19, 26. Das hört sich supi an. Fähigkeit. Kennt ihr? Ist Hochspannung. Piratenallianz. Und die Stärke des Anführers. Als Freund werden wir wählen... Zorro. Wir wählen Zorro. Alles klar. Alles klar. Super. Den Kampf beginnen wir im nächsten Part. Bis dann.